Jo Leute, was geht? Stroß hier am Start mit einem neuen Video. Und ich bin zurück von der IFA und wir machen mal wieder früher gegen heute. Matos ist heute am Start. Wer Matos nicht kennt, hat sich, glaube ich, auch ganz knapp für den World Cup damals nicht qualifiziert. Ist jetzt auch, glaube ich, für Trios, für dieses, für die Champions Series qualifiziert mit seinem Trio. Hat sehr, sehr viele, oder ist bekannt geworden, durch seine Tutorials für viele krasse Sachen. Kategorie Menschen und Blogs feiere ich auch. Das Gameplay ist vom 29.01.2018, also gute 1,5 Jahre her, ein bisschen länger. Gucken wir mal, wie er sich da schlägt. 15 Kills, Gameplay Highlights und danach, wisst ihr ja, schauen wir uns das Neueste an. Da gab es sogar noch die Lian Attack, das ist halt nice, ne? Graue Pump, Lian Attack. Schön Double Pump, damals noch. Ihr könnt mal direkt in die Kommentare schreiben, das würde mich immer interessieren. Wollt ihr Double Pump zurück, ja oder nein? Für mich ist es nichts. War nicht so, war ich nicht so ein Fan von. Aber ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das geil fandet und ob ihr euch das zurückwünschen würdet. Oh, schön. Guck mal, damals wird das noch so gemacht. Double Rampen. Aber guck mal, das war schon für damals war es eigentlich gar nicht so schlecht, was der gute Matos hier macht. Und du konntest bei, guck mal, man konnte bei diesen Steinen nicht bauen, das ging damals auch nicht. Das haben die dann irgendwann auch neu gemacht. Und deine Mats wurden nicht automatisch geteilt. Oder halt zu dem anderen, wie nennt man das? Andere Material umgeswitcht automatisch. What the fuck, Junge? Schöner Hit. Noch ein Hit. Ah, und du konntest da jetzt 10 Minis mitnehmen. Oder? Ich glaube, das sind gerade 7. Heute sind es noch 6. Da kannst du 10 Minis mitnehmen. 10 fucking Minis. Ich bin doch gar wieder Double Ramped ohne eine Wand oder so. Einfach nur hoch. Einfach hoch und rein. Lol. Schon den Chuck-Chuck gegönnt. Das Witzige ist, für euch, also für mich oder für euch, das sah jetzt gerade nicht so krass aus, ne? Aber das Ding ist, dass das ja für damals richtig krass war, wenn du auch mal mit den Leuten vergleichst, guck mal, die da rumgelaufen sind, der trifft jeden Snipeshot. So bautechnisch, wie gesagt, ist das halt so normal, sagt man jetzt. Und damals war es halt einfach so das Top-Level eigentlich schon, so von den Leuten, ne? Und das finde ich auch immer so witzig, wenn du mal heute so spielen würdest in Arena, also so Spiel der Trimax, also so Spielgefühl der Trimax echt, dann, ja. Bist nicht mehr als, ja. Sky macht auch ein Door-Edit. Ihr habt auch gerade gesehen, wenn er editiert, dann ist das durchsichtig. Das haben auch damals Pros verwendet, um irgendwo hinzuschauen, wo der dann verändert, dass du dann nicht mehr durchschauen kannst, weil es ja mega unfair war, rein theoretisch. Oh. So einen kleinen Hit durch. Er hat auch so einen Scar, sehe ich gerade. Das waren damals die 90s. Ich nenne sie mal die Trimax 90s. Das ist so Nostalgie. Die Zone ist nicht Dings. LOL. Das war für damals eigentlich schon heftig, als dass man sowas gemacht hat. Mit dem Editieren. Und jetzt, das ist für damals richtig krass, was Matos da macht. Er hat auch F1, F2, F3, F4 gebindet. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt gerade ein Bug ist oder ob er wirklich mit den F-Tasten gezockt hat. Finde ich ein bisschen lustig. Ist unten drin, oder? Ja. Krass, Mann. Wenn man guckt, wie dominant der gegen die Leute ist von damals, ist das echt einfach ziemlich nice. So, der jetzt wieder hoch, wieder Double Ramp. Lol, da hat er gar nichts gerafft. Trimax, sein Onkel war das. Lil. Ich weiß gar nicht, wie krass, oh, wie krass da eine 15-Bomb war zu der Zeit.
Also, ich weiß nicht, könnt ihr mir sagen, was so euer Kill-Rekord zu der Season war oder zu dem Zeitpunkt? Aber wie ihr schon seht, war Martus, wie gesagt, so von dem Skill-Level her ist das nichts heute. Krank. Aber er holt einfach alle. 15 Kills. Leute richtig krass dominiert. Ist nice. Wir gucken uns mal das neueste Video an. Das ist aus dem Cup, ist das? Hat sich der. Ja, da wurde der 27. Das ist hier Cash Cup, so wie ich das richtig gelesen habe. Lol, hat sich nicht zugemacht. Da wollte man ja den Kill klauen, so wie es aussieht. Ich weiß ja so verschickt, wie das Skill-Level einfach anders ist, ne? So erwartet, dass er das ja aufeditiert. Na, der Weg, guck mal kurz reingeintet. Heftig, Mann. Ah, Martus ist richtig krass. Dächering HD. Das war's dann mit dir, ne? Krank, Alter. Es ist so geil, einfach nochmal guten Leuten zuzuschauen, wie sie einfach nochmal über die Zeit nochmal krasser werden, einfach. Feier ich ab nochmal. Und ich meine, der Typ spielt einfach, er spielt so mechanically gut, auch technisch, aber er macht einfach so chillig, wisst ihr, was ich meine? Ich finde, so spielt auch Stompy irgendwie, nicht so, weiß ich nicht, lol. Nicht so, alles hektisch, sondern einfach so einen chilligen Gameplay-Style und das finde ich richtig geil. Alter. Schön die Wall getaked. Ich denke auch mal selber so Bock auf Cups, wenn man das dann so sieht. So, wir können jetzt. Ich dachte, der geht da drunter, macht vielleicht einen Trap und nimmt den Typ dann mit. Schön geturtelt. So, hat High Ground, so wie es aussieht. Lol, der Laser, what the fuck? So, Metz 700 noch. Das ist ja, mechanically ist der Typ einfach richtig krass. So, kriegt er noch einen mit? Lol. Einfach im Boden festgesteckt. Knapp 400 Mets. Ich find das Spiel so clean einfach. Ich finde das so geil. Wie gesagt, damals schon nice gewesen. Jetzt macht er das hier clean. Schade, man hätte ja vielleicht fast einen Kill bekommen. Geht jetzt nach oben. Schön Impuls-Nade. Hat jetzt High Ground gegen die letzten drei. Sehr nice gespielt von ihm. Jetzt schon mal, wer das gewinnt, Alter. Ich feier den Playstyle. Wie gesagt, ich finde, er spielt so ein bisschen wie Stompy, einfach so chilliger, hat aber mechanically ist er krass. Nimmt die Wall, schön gespielt. So, jetzt 1 gegen 1 nur noch. Der andere wurde getrappt. Oh, das ist Gambit. Mal, weiß ich nicht, wie man ihn ausspricht, den Kerl. Aber er war auch ein krasser Spieler. Ist, glaube ich, mit Faxi oder wie der heißt, qualifiziert fürs Trio. Also auf jeden Fall kein schlechter Dude.
Alter, what the fuck? Let's go, Alter, hat er den am Ende noch genommen. Hat er hier der Mavaka, wie der heißt, hat ein bisschen gechoked. Krass gespielt von ihm, Alter. Ja, macht das echt ein krasser Spieler, kann man nichts sagen. Ich würde sagen, wir gucken uns mal noch, ist das ja auch nochmal ein Late Game oder ist das nochmal Highlights? Jetzt bin ich gespannt. Hey, wie snappt er den wieder aus der Luft oder was? Oh, das ist so eklig für den. Ist einfach aus der Luft gelasert. Keine Chance gehabt. So. Jetzt habe ich snappt er sich bestimmt in den Boden rein. Ne, macht er doch nicht. Schöner Laser. Schon mit Heavy Sniper, oder? Jo, Zen, das war's dann, ne? Ich finde das so geil, wie der Typ ihn erst Stress machen wollte mit der Heavy Sniper. Und dann kassiert er selber. Einfach nur geil. So, er hat Double Heavy Sniper im Solo. Und das, so Sachen sind halt auch krass, weil das erwartest du im Solo halt gar nicht. Im Duo kannst du das vielleicht erwarten und am Trio. Aber sowas ist halt dann immer anders heftig. Oh, lecker, Alter. Ich find's gerade auch, wie oft er Walls bekommt. Was hat er für einen Ping? 4, 3, 4, okay. Ja, mittlerweile ist er, glaube ich, so 50-50, ne? Das wollte ja Epic Games so, dass es nicht mehr nach Ping geht, sondern es ist 50-50, ob du die Wall bekommst oder nicht. Hass für ein Spiel. Lol, ich schwör's euch. Ich wollte sagen, das ist doch der Skin von Mert. Und dann guckt mal, wer das ist. Das ist einfach Mert. Wird er von Matos geholt. Nice. Mert einfach. Wer Mert nicht kennt, auch ein sehr guter deutscher Spieler. Ja, wenn er das wieder gewinnt, bin ich mal gespannt. Oh. Läuft wohl einfach, hat er keine Mats mehr gehabt. Der ist white, das weiß er jetzt auch. Nice. Ah, also wie gesagt, könnt ihr sagen, was ihr wollt. Matos, sehr, sehr starker Spieler. Checkt ihn auf jeden Fall aus. Heißt Matos auf YouTube. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Schreibt mal in die Kommentare, wen wir uns als nächstes anschauen sollen. Ich freue mich. Haut rein. Euer Schiff.